Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2024 am Stand von CF Moto. Und wenn jemand Gas gibt, dann CF Moto. Jedes Jahr Innovationen, Neuheiten. Bis jetzt ja eher für die kleinen Kubaturen bekannt. Wir waren auch eigentlich immer wirklich angetan. Zuletzt die kleine MT, die wirklich auch großzügig ausgestattet ist. Und jetzt hat man einen Dreizylinder am Start hier im Supersportler 675 SR. Diese Bezeichnung 675 kennen wir ja. Von der Triumph natürlich. Und da sehen wir schon wieder so Spielereien. Da versucht man natürlich ein bisschen groß aufzuzeigen hier mit dieser Bremskühlung. Dann haben wir auch ein schönes TFT-Display. Da sehe ich zum Beispiel TC1, also das heißt, die Traktionskontrolle ist hier mehrstufig regelbar. Quickshifter sehen wir ebenfalls, ist hier vermerkt. Ob das dann serienmäßig ist, kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Übrigens heißt sie genau genommen SR-R. Schöne Bedienelemente auch, EDA-Klassiker, rauf, runter, Set und Back, also beziehungsweise bestätigen. Ui, und da kann ich mich sogar übrigens durchseppen. 1, 2 und off gibt es bei der Traktionskontrolle. Das ist jetzt leider in Italienisch. Du kannst es übersetzen, Michi. ISS. Aha, das ist ein Notbremssignal. Das ist so ein Notbremssignal, ja. Dann eben Quickshifter, den kann ich ebenfalls ausschalten. Dann kann ich, Alarm, Abschift, das ist wahrscheinlich, da kriege ich den Schaltblitz oder was Hinweis, dass ich raufschalten soll oder runterschalten, wie auch immer. Aber das war es dann eigentlich, wie es ausschaut. Fahrmodi ist jetzt schwierig, den habe ich jetzt nicht gefunden. 90 PS soll das Aggregat übrigens leisten, 95 wurden angekündigt ursprünglich. Beim Design ist man ja auch wirklich, muss ich sagen, schon eigenständig. Wenn wir uns zum Beispiel das Rücklicht hier anschauen, ihr seid am Weg nach vorne, ich rufe euch wieder zurück. Wenn wir die Rücklichteinheit anschauen, sehen wir, die ist auch ganz neu, überhaupt noch nie gesehen. Das ist ein Boomerang und diese Durchgriffe, okay, die wurden dann teilweise übernommen. Aber auch was die Farbgebung betrifft, weiß man schon, wenn man sowas sieht, hier ist CF Moto. Und wenn wir jetzt rüber gehen, vorbei am ATV, da ist man ja Marktführer, das übrigens auch ganz geil ausschaut. Dann kommen wir zur Naked Bike Variante, die heißt ja immer NK bei CF Moto, 675 NK, also Naked. Auch da eigentlich bekannte Formen, bekannte Gestaltung mit diesem Scheinwerfer, den wir eben schon kennen von der kleineren Klasse. Da wird es vielleicht für viele jetzt noch interessanter. Das Fahrverhalten der kleineren Modelle hat uns sehr gut gefallen, auch zuletzt im Naked Bike Vergleich mit der CF Moto. Es gibt da hier und da noch ein paar Stellen, da muss man vielleicht noch ein bisschen nachbessern, nachschärfen, genauer arbeiten. Das merkt man teilweise im Ansprechverhalten und so. Aber insgesamt sind die Motorräder extrem schön ausbalanciert. Die haben so ein selbstverständliches Handling, wo man sich nicht lange darauf einstellen muss. Und wenn das hier auch so ist, dann wird das ein sehr zugängliches, aber trotzdem extrem agiles Motorrad werden. Auch der Sportler drüben, Supersportler sollte man vielleicht nicht sagen, aber einfach ein Sportbike, ein verkleidetes. Und das werden wir natürlich auch mit der Konkurrenz wieder vergleichen. Aber das ist noch nicht das letzte Wort, das gesprochen ist von CF Moto. Man entwickelt bereits einen V4, also man steigt noch mehr auf, wird noch größer, noch schneller und stärker. Also da gibt man keine Ruhe, es ist unglaublich. Bin gespannt, wie die Dinge dann funktionieren und ich hoffe, dass man da, wie gesagt, auch sehr sorgfältig arbeitet. Das ist eigentlich noch wichtiger, als hier ständig etwas Neues zu bringen. Aber das Tempo ist einfach sensationell. Sie sind aber nicht die Einzigen, die etwas Neues bringen. Wir haben noch viele andere Modelle. Wenn ihr die dann sehen wollt, kauft das letzte Heft gesammelt, in aller Ruhe nochmal durchstudieren. www.motorrad-magazin.at Heft abonnieren, Heft kaufen und Heft online lesen. Wir gehen zur nächsten Neuheit.